Hellas, Leute, was geht? Jay hier. Heute mal mit einem schnieken Modern Warfare 3 Gameplay. Ein 36-0 kann sich eigentlich sehen lassen. Und zwar auf der 4, die Predator. Auf der 7, der Heli. Und auf der 11, die AT-R130. Und auf der 25, die Motherfucking Moab, die leider dich meine nicht wirklich erreichen. Gunstreak von 25 nicht zu sehen ist. Magic! Ein auf Commander Krieger hier. Heute mal ein Thema, womit ich sehr oft voll gefragt werde. Sei es Privatmessage auf YouTube oder Skype oder sonst was. Und zwar handelt es sich um die Frage, wie werde ich eigentlich guter Let's Player? Ich werde euch in diesem Video mit ein paar Punkten erklären, wie ihr zu guten Let's Playern werden könnt, natürlich unter manchen Voraussetzungen. Nebenbei angemerkt, das Video beruht auf meiner eigenen Meinung. Natürlich werden jetzt wieder welche kommen, ey Jay, Alter, das stimmt gar nicht, was du da laberst. Aber das ist mir egal, ihr Schwachmaten. Das ist meine Meinung und ob ihr die gut findet, könnt ihr euch selbst überlegen. So, fangen wir an. Ich werde das Video so in zwei, drei Teile splitten. Zu einem das Prinzip, die Ausrüstung und ein paar Schlussworte, alles zusammengefasst. Aber alles in einem Video, nur halt in mehrere Teile. Ich sag dann mal, jetzt kommt Teil 1 und so weiter. Ihr werdet das schon verstehen. So, zum einfachen Prinzip zählt natürlich die Lust. Das bedeutet, ihr als vielleicht Newcomer auf YouTube könnt nur berühmt werden, wenn ihr auch mit Leidenschaft und Freude Let's Playt. Das heißt, spielt auch nur Spiele, auf die ihr Lust habt und nicht, weil zum Beispiel Gronkh Minecraft Let's Playt jetzt über 1 Mille Abos hat und ihr denkt, ja, nehme ich auch mal Minecraft auf, obwohl ich es gar nicht mag und vielleicht berühmt werde. Nee. Falsch gedacht. Ja, spielt halt einfach nur Spiele, auf die ihr Lust habt und nicht nur, um mit den Spielen berühmt zu werden. Mit dem Stichwort berühmt kommen wir schon zum nächsten Unterthema. Fangt mit YouTube niemals an, wenn ihr nur die Abos im Auge habt. Und wenn ihr nach 10 oder vielleicht auch 20, 40 Videos noch keine 50 oder 100 Abos habt, ist das auch kein Ding. Selbst Gronkh oder wir brauchten auch für unsere ersten 500 Abos Monate. Das Wichtigste ist der Spaß an der Sache und die Motivation, ein paar Zuschauer zu bekommen, die ihr auf jeden Fall auch erreichen werdet, wenn ihr dran bleibt. Wenn ein Let's Player nur auf Abos achtet, bemerken das die Zuschauer, das ist klar, und werden euch auch nicht weiter zuschauen. Keine Angst, ich kenne das von vielen Let's Playern und auch anderen YouTubern, die ich kenne oder aus YouTube, die so waren und nie berühmt wurden. Natürlich soll das jetzt zusammengefasst nicht heißen, scheiß auf eure Abonnenten, die sind mir egal. Das ist natürlich nicht der Endeffekt, den ich erzielen wollte bei euch. Eher, dass ihr natürlich Motivation an YouTube habt, mal berühmt zu werden, aber nicht das alles daran zu legen, um berühmt zu werden. Ich hoffe, ihr versteht, das ist ein bisschen schwere Logik, aber ihr sollt halt einfach nicht alles daran legen, yo, abonniert mich total und dann werdet ihr einfach nicht berühmt. Ihr müsst Spaß daran haben und dann werden auch Leute zu euch kommen. So. Kommen wir zum nächsten Teil, und zwar die Ausrüstung. So, das ist der zweite Teil. Viele fragen mich, wie nehmt ihr eigentlich eure Let's Plays auf? Camcorder, Videokameras, Handykameras. Alter, ohne Scheiß, sowas fragt man wirklich mich. Da denke ich echt, what the fuck? Leute, es gibt so viele Aufnahmeprogramme, die echt gute Videos liefern. Beispielsweise mein Lieblingsprogramm Fraps oder Dextory, Bandicam, Hypercam und so weiter. Gibt's auch so viele. Also bitte benutzt niemals, unter keinen Umständen, niemals, auf keinen Fall Handykameras. Außer ihr seid Eiterbeule Let's Play. Zum nächsten die Audio. Ich zu meinem Teil nehme das AKG C6000, müsste es sein, auf dem Xenix QX1202 USB Mischpult, müsste es sein, wird das dann auch geregelt. Natürlich liegt das zusammen bei einer Preisklasse von 300 bis 400 Euro, was überhaupt nicht nötig ist. Ich habe das Equipment nur, weil ich nebenbei Musik mache, weil von der Stimme her, wenn man redet, macht das keinen Unterschied, wenn ich jetzt noch mein altes T-Bone hätte. Aber beim Singen oder beim Rappen, was ich eher mache, ist das wieder was anderes. Da muss das wieder, ist es anders. Aber wenn ihr bei Let's Plays macht, könnt ihr auch ein T-Bone nehmen, SC440, was ich davor hatte. Das wird genauso guten Klang liefern, wie ihr es jetzt gerade von mir hört. Und ich empfehle immer wieder gerne Großmembran-Mikros. Hört sich jetzt vielleicht total professionell und dadurch überteuert an, was es aber auf jeden Fall nicht ist. Es gibt beispielsweise viele Großmembran-Mikros ab 50 Euro von Behringer oder halt mein vorheriges Mikro von T-Bone, das SC440, ab 89 Euro. Natürlich kann man auf Headsets zurückgreifen, die auch einen angemessenen Klang liefern, aber für eine wirklich gute Audioqualität ist ein Großmembran von Preis-Leistungs-Verhältnis, sagen wir so, viel günstiger als ein Headset. Heißt jetzt, es gibt Mikros, die 120 Euro kosten, die haben genauso guten Klang wie ein Großmembran-Mikro, was nur 50 Euro kostet. Ich glaube, ihr versteht das. Dafür sind halt Headsets wieder gut. Ihr hört das vielleicht surround, euren Sound oder so. Aber für die Audioqualität ist halt einfach ein Großmembran-Mikro halt einfach besser. Ich stecke auch noch ein paar Links von Mikros und Headsets und Aufnahmeprogrammen, die ich empfehle, einmal für ein bisschen weniger Geld und für ein wenig mehr Geld in die Beschreibung.
So, außerdem solltet ihr auf eure Lautstärke achten. Eure Stimme sollte nicht zu laut sein und auch nicht zu leise. Das gleiche gilt auch für den Ingame-Sound. Nicht zu leise und nicht zu laut. Eure Stimme sollte aber auf jeden Fall lauter sein als der Ingame-Sound. Ihr sollt dann einfach irgendwie mal so regeln, dass sie das ungefähr, dass das noch angenehm ist für die Stimme, nicht zu laut, aber man dich natürlich noch hört und der Ingame-Sound von dem Spiel natürlich deine Stimme nicht übertönt, weißt du, damit man dich noch hört, aber der Ingame-Sound auch noch. Dann muss man halt so eine, die goldene Mitte treffen. So, zusammengefasst, spielt Spiele, die auch euch Spaß machen. Nehmt mit einem ordentlichen Programm das Spiel auf. Wirklich, die Aufnahmeprogramme sind echt nicht teuer. Es gibt sogar noch welche, die umsonst sind. Und habt ein gutes Mikro oder Headset. Wirklich, wenn ihr guter Let's Player werden wollt, dann holt euch einfach ein Großmembran-Mikro für 50 Euro oder so. Spart einfach da drauf. Und dann habt ihr zumindest eine gute Audioqualität. Wirklich, wenn ihr einen Let's Player hört, der einfach mit der Handykamera die Stimme aufnimmt und das Bild, werdet ihr bei dem weiter zuschauen? Niemals. Also wenn ihr wirklich was vorhabt, dieses Projekt, ich werde berühmter Let's Player auf YouTube, dann holt euch bitte ein gutes Mikro, ein gutes Headset von mir aus auch, ein gutes Aufnahmeprogramm und das wird alles nicht wirklich zusammen viel kosten, wirklich nicht. Also müsst ihr halt gucken. Es gibt natürlich teurere Sachen, billigere. Und mit beidem könnt ihr eigentlich fast genauso gleich berühmt werden. Wenn ihr jetzt noch einen guten Kommentarstil entwickelt, könnt ihr schon bald berühmter Let's Player auf YouTube werden. Also worauf wartet ihr noch? Jetzt noch eine Special-Frage von einem Abonnenten, der hat gefragt, AJ, was sollte ich eigentlich gegen Hater tun? Ach ja, die lieben, immer nett gesehenen Hater. Puh! Das Wichtigste ist, lasst euch einfach nicht unterkriegen. Wirklich, ich hatte auch schon viele Hater, entweder bei Musik oder bei Let's Plays, gibt's überall, wirklich überall. Das muss halt einfach nur sein, weil ihr schlecht seid. Das kann auch der Neid sein, weil ihr gut Erfolg habt. Das kann auch sein, ihr habt eine scheiß, keine Ahnung, eine Piepstimme. Nur dadurch kann schon Hate entstehen oder so. Auf jeden Fall, aber dann scheißt doch auf die Hater, ohne Witz. Wenn ihr Spaß am Let's Playen habt, dann scheißt auf die Hater. Habt eine Piepstimme, das ist mir scheißegal. Weiß hat auch nicht eine Piepstimme, auf jeden Fall nett, aber eine hohe Stimme. Der hat auch auf die Hater geschissen und hat einfach weitergemacht. Ihr seht, der hat jetzt auch Erfolg. Kann man nicht Erfolg sagen, aber er hat schon was auf YouTube erreicht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ignoriert sie einfach. Schaltet vielleicht Bewertungen bei euren Videos aus und sie verschwinden dann wahrscheinlich auch schon bald wieder. So, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen, das Commentary hier. Und das ist ja das erste von mir. Ja, wenn ihr weiter so Commentaries sehen wollt von mir, wo ich mal so ein paar Themas anspreche, dann schreibt das einfach mal bitte in die Kommentare, einfach unten rein. Oder gebt eine gute Bewertung von mir, ist mir scheißegal, wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt eine schlechte Bewertung und bitte einen Kommentar mit Verbesserungsvorschlägen. Danke Leute und ciao!